Wenn du sagst, ich bin mit, keine Ahnung, 10.000 Euro glücklich, dann macht dich das genau glücklich. Wenn du sagst, na, ich brauche mindestens 1 Million, dann ist das genau das, was dich glücklich macht. Aber das muss dich wirklich glücklich und zufrieden machen. Und da musst du auch ehrlich drüber reflektieren. Und das war halt für mich so ein absolutes Aha-Erlebnis. Weil, ja, für mich, ich habe mir nie diese Frage gestellt, wie weit plane ich jetzt eigentlich Dinge. Und beim Business, und das war, also das hat für mich, klar, als Profi-Kitesurfer, mein Time Horizon bei Beziehungen war immer eine Nacht, oder? Also der Kitesurfer, muss man noch erklären, Julian ist als professioneller Kitesurfer um die Welt gejettet, hatte in jungen Jahren bereits extrem viel Erfolg, finanziell, bei den Mädels offensichtlich auch. Ja, als Surfer, ja. Und du hast es dir gut gehen lassen. Klar. Ja. Und über solche Gedanken machst also du... Im letzten Interview hat mir sehr gut gefallen. Du hast diesen Gedanken angebracht, dass du dann mit einer gewissen Distanz, wenn du jetzt an deine ehemaligen Kollegen zurückdenkst, feststellst, dass einige halt immer noch so am Kitesurfen sind. Ja. Und so der Lebenserfolg mittlerweile so abknickt, weil so dieses Leben im Moment ohne Plan in die Zukunft halt irgendwann mal schal wird und, klar. Und inhaltsleer. Nee, also... Vollkommen richtig. Also ja, klar. Aber also wenn ich jetzt also über diese letzten Jahre zurückdenke, da war zum Beispiel gerade im Blockchain- und Kryptobereich, wie viele Leute um mich herum kurzfristig gedacht haben und kurzfristig irgendwie in irgendwelche Projekte schnell reingegangen sind, in irgendwelche, ich will nicht sagen Scam-Projekte, aber sehr, sehr fragwürdige Projekte drinnen waren, die vielleicht irgendwie promoted haben, gehypt haben. Ich habe eine riesengroße Audience. Das heißt, ich hätte jederzeit hergehen können und sagen können, ja, weißt du was, jetzt nehmen wir dieses Projekt. Das Projekt zahlt mir 100.000 Euro. Ich promote es jetzt zu meiner Community und danach kaufen die das alle. Okay, und dann, das kann ich 5-mal machen, aber danach ist es alles tot. Und das haben viele von den Leuten gemacht, die halt nur so kurzfristig gedacht haben. Und für mich war halt klar, das mache ich nicht. Sondern für mich geht es wirklich darum, wie kann ich über die nächsten 15 Jahre 1 Milliarde Menschen auf der ganzen Welt kryptofit machen. Und das war etwas, das hätte ich mir davor nie... Kryptofit. Genau, kryptofit, ja. Also fit mit Kryptowährung, Blockchain, Dezentralisierung. Wann bist du soweit? Bist du schon soweit? Nein, also das war exponentiell. Ja. Der Punkt ist ja, das wird exponentiell sein. Das heißt, jetzt sind wir im Jahr 5. So, das heißt, ich habe jetzt ungefähr noch, keine Ahnung, 7 Jahre, 8 Jahre. Aber das wird ja, ist eine exponentielle Kurve. Und das ist, glaube ich, das, wo sich die Menschen natürlich auch schwer tun. Also heute 1 Million. Ich würde sagen, wenn ich allein schaue, wie groß ist zurzeit die Audience, dann würde ich sagen, wir sind knapp 1 Million ungefähr zurzeit. Also mit den Büchern, wir haben knapp 250.000 Kryptobücher verkauft, mit ganz Podcast, YouTube, die ganzen anderen Sprachen. Sagen wir sind bei 1 Million circa. Also klar, die Milliarde ist hoch angesetzt. Aber also an der Stelle vielleicht nur alle, die sich fragen, Krypto, was ist denn das? Bitte einfach mal bei Gedankentanken YouTube recherchieren. Wir haben uns darüber in einem anderen Interview intensiver unterhalten. Da würde ich jetzt nicht so gerne reingehen, ja, weil da erklärt Julian das sehr, sehr gut. Das machen wir jetzt doppelt gemoppelt. Ja, genau. Genau, und das ist ja, glaube ich, der Punkt, dass man dann hergeht und sagt, okay, wie kann man das viel langfristiger ansetzen und viel langfristiger ziehen? Und ich weiß ja, dass du bei Gedankentanken hast du ja genau dieselbe Philosophie. Und das ist ja, aber ich glaube, dass das alle Menschen, also das, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, zu dem wir hochschauen, und jeder Mensch schaut zu anderen Menschen hoch, das ist ja alles klar, aber diese Menschen, egal wer das Idol ist, das sind Menschen, die einen unglaublich langen Time Horizon haben. Und jeder kann es bezeichnen, wie er will. Und der Grund, warum ich Time Horizon sage und nicht Zeithorizont, ist einfach nur, weil mein Mentor das mir über Monate, und in dem Buch beschreibe ich halt diese ganzen Gespräche, meine Frustration, meine Fehler und so weiter. Und das gehen wir halt alles im Telefon durch. Und er bezeichnet es halt immer als Time Horizon. Er kommt aus der Westküste von Amerika und dadurch war es immer Englisch. Und ich glaube aber, dass jeder Mensch, zu dem wir hochschauen, diesen langen Time Horizon hat. Ich kenne keinen Menschen, der einen kurzfristigen Time Horizon hat und den wir irgendwie als erfolgreich sehen, weil das genau das ist, was ja nicht sozusagen das Sehenswerte ist. Das ist faszinierend. Also ich gehe mal in so eine andere philosophische Denkhaltung, die eher sagt, so das Leben findet im Moment statt, genieße den Moment. Genieße, was ja durchaus richtig ist. Ja. Ja? Also einatmen, ausatmen, mit in allen Sinnen leben und so weiter und so fort. Wenn du dann aber nicht weißt, in welche Richtung du dich bewegst, ja, dann kann halt dieses genieße den Moment ganz schnell irgendwie kurzfristig vor der Wand enden. Ne? Also Time Horizon heißt ja nicht, dass du jetzt immer sagst, in 10 Jahren, das heißt ja gar nichts. Das heißt ja wirklich, dass du die genaue Richtung weißt, aber dass du ihm genau runter das brichst und sagst, weil ich mal in 10 Jahren dort sein will, muss ich jetzt genau das machen. Und das ist ja genau das, dass du lebst im Moment, das passt auch alles. Und das heißt auch nicht, dass du jetzt jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, dich bis zur Erschöpfung irgendwie quälst, gar nicht. Ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, also ich sage immer so, ich setze das jeden Tag um und dann geht es mir weiter so, na gut, fast jeden Tag, na gut. Öfter als nicht. Na gut, manchmal, aber das reicht. Und das beschreibe ich auch im Buch, weil ich glaube, die Leute glauben immer, der Julian macht es 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Blödsinn. Ganz ehrlich, ich würde mal sagen, wenn ich mehr als die Hälfte der Tage einen tollen Tag für mich habe, der einigermaßen produktiv war, ja, hey, dann feiere ich mich. Ehrlich, und ich glaube, das reicht. Die meisten Leute,
die verstehen das nicht. Die glauben, jeder Tag ist bei mir perfekt. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber bei mir, hey, ich bin froh, wenn ich, keine Ahnung, 3-4 Tage die Woche habe, wo ich sage, wow, das waren echt gute Tage. Ja, weißt du, was sich bei mir verändert hat in den letzten Jahren, wo ich aus dieser reinen Leistungsdenke raus bin, so die Überlegung, eigentlich geht es um einen Kompass. Es geht nicht um Termine und Kalender oder sowas, sondern es geht um einen Kompass. Und wenn du langsam in eine bestimmte Richtung konsistent gehst, bist du immer noch schnell, als wenn du irgendwie 1000 Dinge parallel rechts und links und rauf und runter machst. Ja, ich kann gar nichts hinzufügen. Ich stimme dir zu 1 Million% zu. Ja, also für mich persönlich, das klingt das vielleicht komisch für High-Performance-Maschinen, will ich. Nein, ehrlich, ich unterscheide so 3 Tage. Ich habe Kram-Tage, an denen ich Kram erledige. Ich habe Performance-Tage, wo ich wirklich mich auf einen Vortrag oder ein Seminar oder sowas konzentriere. Da wird kein Kram gemacht. Hirn wird nicht belastet. Und ich habe Sonntage. Die können aber auch am Mittwoch sein oder Donnerstag oder weiß der Geier was. Und da wird halt nicht gearbeitet im klassischen Sinne. So, und wenn man sich jetzt innerlich weiß, wo soll es denn hingehen, körperlich ein paar Mal pro Woche Sport machen, wie sieht die Grundernährung aus, weißt du so, was sind so die groben Projekte, die großen, dann ist der Kleinscheiß, also genau das, Kleinscheiß. Mhm. Aber manche halten mich dann zum Beispiel für unhöflich, weil ich auch dann konsequent Gesprächen aus dem Weg gehe, WhatsApp ausschalte, auch auf Kurznachrichten gar nicht reagieren kann, weil ich sage, sorry, du bist nicht auf meiner Lebenslinie. Ja, das finde ich, ich finde das voll gut, ja. Also du kannst damit was anfangen. Nein, ich kann mich voll reinversetzen. Ich verstehe das voll. Du exkulpierst mich hier komplett. Ich glaube, die Grundkonzepte sind ja da sehr, sehr ähnlich. Ihr bezeichnet es halt anders, aber das ist ja genau, also... Weißt du, was ich krass finde? Schau mal, wir sind beide Mediziner. Wie häufig hast du auch schon Patienten erlebt, wo du merkst, okay, du liegst jetzt hier auf dem OP-Tisch oder kaputte Herzkranzgefäße oder weiß der Geier was. Und du siehst einfach so, das ist aber ein Stück weit auch Resultat von den letzten blöd gelebten 40 Jahren. Natürlich, ja. Und dann gibst du ihm eine Pille oder machst einen Stent am Herzen oder sowas und sagst du jetzt aber, weniger fressen, weniger rauchen, komm mal, beweg dich ein bisschen und sowas. Und du weißt genau eigentlich, ey, verdammt spät schon, du musst halt viel früher damit anfangen. Ich glaube, für mich kommt es wieder auf Time Horizon runter. Die meisten Menschen wollen eine symptomatische, schnelle Behandlung. Mhm. Das ist, man sieht es bei uns in der Gesellschaft auch. Die Leute wollen lieber auf YouTube sich, wir haben es ja vorher kurz vor dem Interview besprochen, die Leute wollen lieber auf YouTube sich irgendwie seicht unterhalten, wollen irgendwie echt nur, ich bezeichne es als Schrott, sich reinführen, genauso mit Nachrichten und so weiter, weil sie sich dadurch das Gefühl geben, es geht mir ja gut. Anstatt, dass sie hergehen und sagen, ich habe einen viel längeren Time Horizon, nicht nur diese Minuten, sondern länger, und ich arbeite an Ursache. Und die Ursache ist, keine Ahnung, ich habe vielleicht eine schlechte Arbeitssituation, ich habe eine schlechte finanzielle Situation, eine schlechte Beziehungssituation, gesundheitlich und so weiter. Lieber arbeite ich an dem. Die Leute wollen das nicht. Mhm. Und die Leute, die das aber wirklich wollen und die dann hergehen und sagen, na weißt du, jetzt reicht's. Und ich weiß das werden immer nur ein paar Prozent sein. Das ist auch ganz normal. Das ist traurig. Wir wollen das verändern mit Gedankenteilen. Du mit deiner Arbeit auch kommst. Wie gesagt, natürlich will ich das. Natürlich. Mhm. Nur ich sehe halt, also ich weiß nicht genau, ob wir den Prozentsatz erhöhen können. Das ist immer noch eine Frage, die ich habe aufgrund einfach, keine Ahnung, der Evolution oder sowas. Ich glaube, was das Hauptziel sein sollte, ist, dass wir die Leute, die offen wären, 100% von denen abgreifen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, es ist so schwierig, den Prozentsatz zu erhöhen von Leuten, die offen dafür sind. Da müsste man mich erst jetzt irgendwie überzeugen. Was ich glaube, wenn wir jetzt mal darüber plaudern, ich glaube, dass es immer wieder so Menschen gibt, die für diese Themen offen sind, aber die halt entsprechend die richtigen Gedanken im Kopf brauchen. Deswegen machen wir Gedankentanken. Und dann sehe ich das so wie beim Change-Projekt in der Firma. Wenn die gelingen wollen, du hast immer irgendwelche Innovatoren, du hast immer irgendwelche Leute, die gut drauf sind. Und eigentlich musst du die halt als erstes gewinnen. Dass du die kriegst, Du musst zuerst die Innovatoren gewinnen. Und die erzählen dann in ihren Teams, ey, das ist cool, da gibt es gute Gedanken. Und dann gibt es so die Ersten, die auf den Zug mit aufspringen. Und dann, es gibt immer so die Nachzügler und sowas. Ja. Also ich glaube, die Arbeit, die wir machen, auch du jetzt mit deiner Blockchain-Ambition, du musst halt diese Innovatoren kriegen, irgendwie überzeugen, an Bord holen. Das stimmt. Und dann darauf vertrauen, dass das wird. Ja, stimmt. Also für mich ist es ja nichts anderes, die Leute sind bei mir total überrascht, dass wenn jetzt zum Beispiel angenommen, wir sind jetzt zum Beispiel in einem Restaurant, das passiert echt oft, dass wir zum Beispiel in einem Restaurant sitzen und dann reden halt die Leute so und dann fragen sie so, ja, akzeptierst du Bitcoin? Und dann sagt das Restaurant oder das Café, sagt dann, ja, na, weiß ich nicht genau, also nützen wir nicht. Und dann will zum Beispiel der was mit mir dabei sind, ja, Julian, warum erzeugst du denn nicht auch Bitcoin zu nehmen? Also ich, warum sollte ich das? Ja, aber du willst doch die Leute kryptofit machen, du musst doch schauen, dass der Bitcoin akzeptiert.
Es ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass die Leute, die offen schon dafür sind, die Interesse haben, dass die hergehen und sagen, cool, lass mich da mal mehr davon wissen. Und ich glaube, dass das ja genauso, dass es dafür sozusagen die Mittel und Werkzeuge gibt, dass halt so hoch wie möglich der Prozentsatz ist von denen, die dann auch das wirklich nutzen können. Krass, also Kryptowährung. Darauf noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Mhm. Also als wir das erste Mal unterhalten haben, war das vor anderthalb Jahren oder sowas, waren gerade die Kurse richtig, richtig gut. Ja, ich weiß noch genau. Da haben wir uns genau davor gehalten, wo der Preis nach oben geht. Der Preis oben, dann ging es erstmal massiv nach oben. Jetzt gerade scheint es ja so sein, dass sich das so langsam Schrittchen für Schrittchen wieder nach oben bewegt. Also das heißt, du hast immer noch Vertrauen in dieses System. Ja, voll. Also cool. Müssen wir jetzt das Datum dazu tun? Was sind wir heute? 20. Ja, 21. Wir sind 21. Mai. Mai 2019. Genau. Wann wir senden, wissen wir noch nicht. Ja, aber nur, weil gerade die Kryptowelt ist so schnelllebig. Ja, das kann natürlich sein, dass wir das jetzt, in zwei Monaten oder was, und dann plötzlich ist es ganz woanders. Also das müssen wir dazu sagen bei der Krypto. Es war so krass, wir hatten Tage, also Zeiten, es war jetzt auch wieder, wo man einen Tag was gesagt hat und zwei Tage später war der Preis schon 30% weiter oben. Und die Leute haben alle gemeint, von was redet der jetzt? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, Bitcoin ist, glaube ich, eines der Dinge, die am öftesten tot gesagt werden und am öftesten wieder aufstehen. Und Bitcoin, ich glaube mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir Kryptowährungen und Bitcoin langfristig sehen. Ich glaube, dass es immer wichtiger und wichtiger und wichtiger wird. Und ich glaube, dass diese, nicht nur Blockchain als Technologie, sondern auch diese Anwendung Bitcoin, die Welt extrem krass verändern wird. Also haben wir wieder Zeithorizont? Also du glaubst an etwas Langfristiges, ganz egal. Genau, das ist auch und richtig. Und alles, was hier wieder an Kursschwankungen ist, so der klassische Deutsche beispielsweise, der mag ja keine Kursschwankungen. Genau. Der mag ja im Prinzip irgendwie eine sicher verzinste Anlage für, was weiß ich, derzeit 0,x% oder was. Ja. Aber Inflation interessiert mich nicht, aber ich weiß ganz sicher, da steht im Vertrag drin, da geht immer ein bisschen mehr. Und das, was du gerade sagst, ist eine völlig andere Denke. Ja? Du sagst, begib dich ins freie Gelände, aber hab deinen Kompass da am Horizont und vertraue, geh dahin und beweg dich. Also wenn du bei Bitcoin hergehst und sagst, auf die nächsten 10 Jahre, dann hast du für mich eine geile asymmetrische Risiko-Nutzen-Verhältnis. Das Risiko ist, dass du 100% verlierst in dem, was du einsetzt. Aber der Nutzen könnte sein, dass du dein Geld verhundertfachst, vertausendfachst und das mit einer Wahrscheinlichkeit, die jetzt nicht wie im Lotto komplett gegen dich ist, sondern meiner Ansicht nach sehr fair ist. Deshalb würde ich auch nicht hergehen und sagen, investiere 100% von deinem Geld in Bitcoin. Ganz im Gegenteil, ich würde dir sagen, mach ein paar Prozent. Wenn du sagst, du hast, keine Ahnung, 10.000 Euro auf der Seite, dann mach 500 Euro. Das sind 5%. Okay, wenn die 500 Euro... Aber wenn es richtig abgeht. Genau, wenn die 500 Euro weg sind, dann ärgerst du dich, sagst, mach 500 Euro, aber du hast immer noch 9.500. Ja, aber wenn jetzt aus deinen 500 Euro 50.000 Euro werden, und das ist möglich, also ich sage nicht, dass es auf jeden Fall passiert, möglich, dann freust du dich. Und genau das macht dir sozusagen... das auch für mich aus. Ich finde es krass, also sehr viele Leute, die echt erfolgreich sind, die ticken ja so, dass die auch so verschiedene Projekte haben in ihrem Leben, sagen, ich investiere hier, investiere da und dann brauchen die Dinge häufig Zeit und dann vergeht so ein Jahr, Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte und plötzlich ist aus diesem kleinen Korn etwas Riesengroßes geworden. Also etwas, was mir mein Mentor, und ich beschreibe das in dem Buch auch relativ lang, erklärt ist, dass, also mit Wahrscheinlichkeiten für Entscheidungen, also vieles ist möglich, aber das Wichtige im Leben ist, die Wahrscheinlichkeiten für Dinge zu erkennen. Und da tun sich Menschen ganz schwer, weil die meisten Menschen wollen Gewissheiten. Und Gewissheiten gibt es im Leben aber fast nicht. Und die erfolgreichen Menschen schaffen, diese Nuancen zwischen den Wahrscheinlichkeiten für sich abzuschätzen. Die können hergehen und sagen, das muss nicht 100% eintreten. Also genau diese, ich will zu 100% 2% Zinsen haben. Mhm. Oder ich mache lieber irgendwie, was gar nicht eintreten kann. Aber so viele Menschen denken aber so. Weil die Leute Gewissheiten wollen. Die Leute lieben Gewissheiten. Und wiederum für mich, weil sie durch Angst motiviert sind. Und das sind wir alle. Ich glaube, ich auch. Also ich glaube, wir sind alle durch Angst motiviert. Und ich glaube, dass ganz, ganz, ganz wenige von uns, also ich würde wahrscheinlich sagen keiner, aber das ist sehr gefährlich zu sagen keiner, das sind, glaube ich, wenige, sind durch potenzielle Belohnung motiviert. Die meisten von uns durch Angst. Und wenn wir Gewissheiten haben, dann brauche ich keine Angst zu haben, dass etwas anderes eintritt, weil ich weiß ja zu 100%, dass das eintritt. Ja. Und Leute, die einen langen Time Horizon haben, die haben gelernt, mit diesen Gewissheiten umzugehen. Weil du kannst auf 10 Jahre, kannst du nicht mit Gewissheiten arbeiten. Das geht nicht. Das heißt, du musst dir irgendwelche Möglichkeiten, du musst diese Möglichkeiten durchbringen. Es gibt zum Beispiel, bei mir gibt es dieses Meme, oder? Und bei mir gibt es ein paar Memes. Aber ein Meme, da stehe ich vor so einer Tafel und dann sind so zwei Pfeile. Einer geht nach oben, einer geht nach unten. Und dann steht immer, und da steht drunter, es kann nach oben gehen, es kann aber auch nach unten gehen. Das weiß ich schon. Der Grund, woher das Meme kommt, ist, weil ich in den YouTube-Videos halt immer beschreibe, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben geht, ist diese Wahrscheinlichkeit, dass es nach unten geht, ist diese Wahrscheinlichkeit. Und eben, die, also ich mal,
die meisten Leute verstehen, was ich damit ausdrücken will. Ein paar weniger, die es halt sehr lustig finden, gehen halt her und sagen, der Julian sagt, es kann nach oben gehen, es kann auch nach unten gehen. Was soll das schon, oder? Aber das zeigt halt schon wieder, dass die Leute eben nicht hergehen und sagen, sie rechnen nicht in Wahrscheinlichkeiten, sondern die wollen, dass ich jetzt hergehe und sage, in den nächsten 2 Jahren geht Bitcoin nach oben. Das wäre absolut unseriös. Keiner kann das sagen. Das ist absolut unseriös. Das heißt, ich muss hergehen und sagen, aufgrund von diesen Sachen könnte sich Bitcoin in den nächsten 2 Jahren so entwickeln, aber es könnte natürlich auch aufgrund von diesen Sachen sich so entwickeln. Und jetzt muss ich rational hergehen und sagen, wie sind die Wahrscheinlichkeiten inzwischen, damit ich danach eine Entscheidung treffen kann. Ich kann ja nur die Entscheidung treffen, investieren ja oder nein. Mhm. Aber das ist in ganz, ganz, ganz vielen Dingen so. Ich rede halt über Bitcoin, aber das trifft über jede andere Entscheidung auch so zu. Das heißt, du machst quasi eine Abschätzung, wie wahrscheinlich eintreten wird, ja. Wirst eine Entscheidung treffen und dann musst du dich aber auch committen, diese Entscheidung durchzuziehen. Mit dem Glauben daran, dass ein Time Horizon irgendwie... Und umso weiter der Time Horizon draußen liegt... Und das ist eben der Punkt, umso weiter da draußen liegt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch erfolgreich wirst. Aber du musst halt wirklich den durchdenken. Du kannst jetzt nicht einfach hergehen und sagen, in 10 Jahren wird Bitcoin bei 1 Million sein. Mhm. Aber warum? Du musst es ja durchstrukturieren, du musst es ja rational irgendwie durchrechnen können, durcherklären können. Ich kann das bei Bitcoin, aber bei manchen anderen Entscheidungen kann ich das nicht. Und deswegen liegt halt, keine Ahnung, bei anderen Dingen mein Time Horizon wahrscheinlich bei 1 Monat. Und was auch krass ist, also nochmal zurück zu deinen Erfahrungen mit Hongkong. Du hast so in Nebensätzen erzählt, Marketing gelernt, Verkaufen gelernt, Business gelernt und so weiter und so fort. Auch das sind ja Dinge, die einem nützen. Also wenn du dich auf einen Weg begibst, selbst wenn es nicht gut läuft, aber du läufst, wirst du unterwegs irgendetwas lernen, was dir dann in Zukunft nützt. Und du lernst einfach das, also wie heißt es, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ja? Also allein dadurch, dass du dich bewegst, wirst du schon sehr vieles lernen, wirst du schon sehr vieles durchdenken, verstehen, auch mal auf die Fresse kriegen, aber dann in Zukunft die Wahrscheinlichkeiten besser einschätzen. Ja, du hast vollkommen recht. Vollkommen recht. Und ich, also natürlich, also klar, selber, aber eins der wichtigen Dinge, ich denke immer noch, ist einfach Erfahrung. Du kannst die Erfahrung selber machen. Ich bin jemand, der, so wie du wahrscheinlich auch, für mein Leben gern liest. Und ich glaube, ja, dass du halt brutal viel lernen kannst, wenn du von anderen Menschen lernst. Ich liebe halt von anderen Menschen zu lernen, wo ich weiß, dass die nicht einfach nur über andere Sachen erzählen, sondern die den Weg vorgegangen sind und dann irgendwie hergehen und sagen, okay, ich bin den Weg nicht perfekt gegangen, aber das würde ich anders machen, das würde ich so machen, das. Und von denen ich dann irgendwie das nachgehen kann. Und das sind halt meistens Biografien und Autobiografien. Ich liebe das zu lesen. Magst du es da nochmal zurücknehmen? Also Autobiografie Julian Hosp. Also angenommen, wir nehmen einen neuen Geburtstag. Die Maschine landet wieder, es ist alles sicher. Du sagst, Moment, stopp, ich muss andere Dinge machen. Ja? Ich habe einen anderen Fokus. Was hat sich dadurch alles verändert? In welchen Lebensbereichen hast du andere Entscheidungen getroffen? Also bei mir war das praktisch in den 3 großen. Und der Grund, warum ich jetzt 3 sage, ist, weil ich das wirklich mit meinem Mentor danach ausgearbeitet habe. Das ist einmal der ganze Business-Bereich bei mir. Das war, dass ich wirklich hergegangen bin und gesagt habe, okay, es geht jetzt nicht darum, dass ich in den nächsten 3 Monaten irgendwie das Millionen-Business aufstelle, sondern das Ziel ist, dass ich über die nächsten 10 Jahre ein Millionen-Business aufstelle. Und das haben wir dann auch gemacht. Ist das auch krass. Also wenn du sagst, die Dinge brauchen eine Deadline, was du gemacht hast, im Prinzip hast du dich zeitmäßig locker gemacht dadurch. Du hast nicht gesagt, okay, die Deadline, nächsten Monat, nächsten Tag, nächste Woche, sondern gesagt, auf 10 Jahre. Und dadurch wirst du entspannt. Das verstehen ja viele nicht. Die glauben, du brauchst Druck. Nee, du brauchst keinen Druck, du brauchst eine innere Sicherheit, eine innere Klarheit und einen Fokus, in welche Richtung es geht. Was für mich so ein Eye-Opener war, dass mein Mentor immer gesagt hat, auf 10 bis 15 Jahre kannst du dir praktisch alles erträumen. Das war für mich so ein Eye-Opener. Weil er hat so gesagt, und das war, muss man ein bisschen zurückdenken, das war 2014, wo das alles passiert ist. 2014, 2015. Und dann hat er damals gesagt, denk mal zurück, vor 10 Jahren, Mark Zuckerberg ist gerade aus dem College rausgekommen. Und 10 Jahre später war er einer der reichsten Menschen der Welt, einer der erfolgreichsten Menschen der Welt. Das heißt, du musst dir vorstellen, was in 10 Jahren bei diesem Menschen alles passiert ist. Wenn du mit dem vor 10 Jahren geredet hast, also 2003, 2004, der wäre niemand gewesen. Kein Mensch hätte sich über den... Innerhalb von 10 Jahren hat der praktisch die Welt komplett verändert mit einer Plattform. Das heißt, über 10, 15 Jahre kannst du dir alles erträumen. Und das war für mich so, auch so krass, weil ich immer gedacht habe, so, damit man wirklich so etwas Weltveränderndes macht, das muss irgendwie über 100 Jahre gehen. Aber gar nicht, das stimmt nicht. Die meisten Dinge passieren in so Zyklen von 10, 15 Jahren. Natürlich, das ist danach ein ewiger noch Prozess. Aber das war für mich auch, wo ich sage, hey, über so 10, 15 Jahre, lass mal ein bisschen träumen, lass mal ein großes Ziel setzen. Und danach muss ich das halt runterbrechen. Und das haben wir dann, also im Business zum Beispiel, haben wir das meiner Meinung nach echt gut gemacht. Wir haben ein gutes Business gestartet. Das Business war zum Höchstzeitpunkt eine knappe 500 Millionen wert. Also wir haben, und das war, also es ging natürlich exponentiell, aber das war krass. Und das war nur der Business-Bereich. Im Finanzbereich, ich meine, davor, ich glaube, das kann sich jeder reinversetzen, ich war halt immer bei Investitionen immer so enorm emotional. Oh, wenn mal die Aktien runtergegangen sind, oh mein Gott, soll ich jetzt verkaufen? Wenn es mal raufgeht, oh, bin ich jetzt zu spät im Zug? Bei Kryptowährungen ist das tödlich. Und wenn ich überlege, wie viel Geld ich mit Kryptowährungen verdient habe über die letzten 5 Jahre, aber das war,
Der Grund war, weil ich nicht getradet habe. Der Grund war, weil ich die Presse ausgeschalten habe. Der Grund war, weil ich nicht auf Leute gehört habe. Sondern der Grund war, weil ich hingegangen bin und gesagt habe, ich kaufe jetzt meine Bitcoins und wenn dieses Bitcoin mal 100.000 oder 1 Million Euro wert ist, dann verkaufe ich. Und nicht dazwischen, weil es mal wieder runtergegangen ist und dann der Time Horizon kurz, wo die Leute sich fragen, was wäre jetzt, wenn ich jetzt nochmal gekauft hätte? Wenn ich jetzt gekauft hätte, hätte ich doch viel einen besseren Preis bekommen. Das ist kurzfristiges Denken. Auf 10 Jahre ist dir das total egal.